Willkommen zurück zu Hearthstone. Immer noch mit dem Schamanen in der Arena. Letzter Part lief nicht ganz so gut. Nach zwei AFK-Lern haben wir unsere erste Niederlage gekriegt. Thrall gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Eure Zeit ist gekommen. Das will ich nicht behalten. Nee, würde ich an deiner Stelle auch nicht behalten. Und unser Gegner heißt Hamlet. Ja, die Hand ist doch schon. Sehr sprunghaft. Jetzt noch zwei. Wie war das noch? To keep or not to keep? That's the question. Nein, okay, nicht ganz, aber so ähnlich. Ja, so etwa. Mit der Waffe haben wir immer einen einigermaßen guten Removal. Egal, was sich jetzt kopiert hat, ich find's uncool. Ja, finde ich genauso. Auch. Totem. Ja, Totem. In der Hoffnung, dass wir einen richtig geilen Twilight Drake haben. Warum können die Totems keine Mechs sein? Das wäre etwas OP. Das wäre cool. Sowas kann er bekommen haben. Er kann die Waffe bekommen haben. Er kann. Okay. Da er verstohlen hat, würde ich sagen. Juhu, Harvest Golem. Jo. Ja, spielen. Eine Sache. Das war's. Im nächsten Zug hätte der Twilight Drake 5 Leben. 6. Also er steht dagegen auf der Karte. Deswegen spielen wir den jetzt auch. Vielleicht wird's auch anders. Vielleicht klären wir einfach das Board. Ja, und spielen Morgenspitze. Waffe plus Morgenspitze, ich glaube das ist besser. Frage ist, welche Waffe? Ich wäre für die hier. Ja, die. Ja, das ist die Waffe. Also, Waffe des Fels passt nicht als Waffe. Ist bemannter Schredder ein Mech? Zeigt mir den Weg. Ja. Gut. Fun Fact, okay, dann kriegen wir im nächsten Zug 5 Leben, wenn wir jetzt nicht eine Sonderlieferung abstellen. Ja, vielleicht mal sehen, ob wir die brauchen. Vor allem, weil er jetzt sicher, oder weil ich jetzt glaube, dass er jetzt vielleicht den 2-1er loswerden will. Ah! Wahrscheinlich so das Schlechteste, was er überhaupt kriegen konnte. Das war absolut das Schlechteste, was er hätte kriegen können. In dem Fall will ich den Schredder spielen. Ja. Und dann mit der Waffe den 3-3er clearen. Mhm. Jo. Elemente, zeigt mir den Weg. Mit 2-1er hauen wir natürlich dann diesmal rein, oder? Jo. Jo. Das erste Opfer. Das war der maximale Value, den wir aus der Waffe rausziehen konnten. Und ich muss sagen, das ist ein ganz schöner Batzen an Value. Ja. Ja, das Problem ist nur leider, dass, wenn er gesilenced wird, sein. Ja, Shadow One Dead. Ziemlich gut. Ah, das war. Average. Okay, slightly below average. Leider kein Kampfschrei. Ja, der wäre ja eh nicht aktiviert worden. Ja, jetzt aber der Twilight Drake. Ja, jetzt kommt. Und dann Totem oder Pfütz? Pfütz. Stark. Ja. Können auch Totem machen. Heilige Nova könnte. Ja. Ja. Dafür bin Around Holy Nova. Das erste. Wenn er jetzt Holy Nova hat, dann würde er sie wahrscheinlich spielen. Ja. Bereit zum Ausrichten. Er hat keine Holy Nova. Oder er bereitet sich drauf vor. Nee, mit dem Murloc wollte ich. So. Das ist ein interessanter Trade. Schlechter Trade. Das war gelinde gesagt interessant. Aerodrake, ja. Würde ich mal sagen. Erstmal eine Karte ziehen. Und noch ein Totem. Der Value Player in mir sagt Totem. Ja, lass mal. Half ist jetzt wahrscheinlich den 3-2. Wahrscheinlich. Ist euch mal aufgefallen, dass Zwielicht Drache und Azur Blau Drache ziemlich gleich klingen? Ja, sind ja beides Drachen. Ja, sie sind beide blau. Ach, die ist auch noch schlecht. Ja. Wollen wir die Sonderlieferung riskieren? Riskieren? Wo ist dein Risiko? Oder so? Wollen wir das Ding überhaupt spellbreaken? Also, wenn wir den hier spellbreaken, dann ist der Spot weg und der kriegt keinen neuen Schleim. Ja, und der Spot weg mattert ja nicht. Das heißt, der Schleim ist das heißt, wir die Deal to Damage.
Werde Nein ihm einen 1-2er, ist das Worth? Nein. Ich frage mich. Würde einfach mit dem Drachen, also mit dem azurblauen Drachen reinlaufen, mit dem 1-1er Totem auch. Ach, keine Sonderlieferung? Oder wir machen zuerst Sonderlieferung. Und ja, was passiert? Ja. Sonderlieferung! Jo, nein. Doch, nicht gut. Okay. Ja, egal. Dann bleibt's. Würde ich aber, bevor wir irgendwas machen, den fleischfressenden Ghoul beschwören. Ergibt Sinn. Ja. So. Dann tradet der hier, damit der andere aus der Holy Nova Range bleibt. So. Nicht viel und, Zeit. Gut, das ist bei einem, der nicht angreifen kann, mehr oder weniger harmlos. Ich glaube, wir sind hier gerade ein bisschen out of control. Also das Einzige, was uns jetzt wirklich hier noch einbremsen würde, wäre Organized Soul Priest Circle. Das wäre doof, ja. Aber selbst dann wären wir noch im Kartenvorteil. Ich sag ja, das würde uns einbremsen. Es wäre ärgerlich. Sagt man das bei euch so? Wieso ausbremsen, uns? Sagt man bei uns. Okay, das sagt man bei uns auch. Nein, ausbremsen würde es uns ja nicht. Sturmwind. Es würde uns nur einbremsen. Einbremsen ist doch kein Wort, oder? Nein, das ist nicht. Ich kenne das. Okay. Also mit Einbremsen meine ich, es würde uns etwas verlangsamen. So. Ich weiß schon, was du damit meinst. Ich würde sagen, wir bolzen jetzt den. Können wir den eigentlich schon klar, dass das exakt auf Kill reicht? Ach so. Echt? Los! Bist du auf die restlichen 2 Schaden gekommen? Judex non calculat. Kleinen Denkfehler gehabt. Dann silenzen wir jetzt noch den 6-6er. Würde ich sagen. Ja. Ja. Eure Magie wird euch nicht retten. Und machen noch ein Foto. Nein, wir haben die Lichtbrot um ein Leben geheilt, weil er hat die Lichtbrot. Alter, Zauberschaden plus 3 sind wir gerade. Nein. Plus 2. Ah ne, halt plus 2, der macht keinen Zauberschaden. Es bleibt nicht viel Zeit. Oh nein, der Lichtbrunnen hat schon 6 Leben geheilt. Oh nein. Ist jemand verletzt? Wenn die vorher gekommen wäre, wäre es uncool geworden. Ach wat. Das ist ja der helle Wahnsinn. Ne, der dunkle. Ich hab schon aufgenommen. Was ist den Bomber angreifen? Der kann sich nicht. Was der macht, das bringt nichts. Ja, switch noch ein paar Mal hin und her. Weil ich überhaupt sehen, warum ich den 4-4er, wenn er schon überlegt. Ihr habt mich besiegt. Denkt doch schon mal gut an die Folge. Jo. Thrall gegen Uta. So, mal gucken, wie man das geht. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Eure Zeit ist gekommen. Ich will wieder nichts behalten. Zu Recht, ja. Komisch, bei so viel Early Game ziehen wir immer das Late Game in der Starthand. Mhm. Ja, was heißt Late Game? Mid Game. Das Mid-Late Game, ja. Wow. Schon wieder. Irgendwie. Das spätere Mid Game. Ja. Hey, Flametongue Totem, nice to see you. Ja, wenn es alleine wäre. Bis jetzt war es nur zweimal auf der Starthand. Und immer doppelt. Zweimal, genau. Ich hab mal gegen einen gespielt, der hat Turn 1 Flametongue Totem ausgecoint, Turn 2 Flametongue Totem. Und da hab ich nicht gerechnet. Ja, das erwartet man nicht wirklich. Wisst ihr, was ich an dem Naxxramas-Board nicht ich mag? Ich grüße euch. Ach. Man kann hier nichts kaputt machen. Ja, das ist richtig. Ich will nichts machen. Stimmt.
Mhm. Würde ich auch nicht. Es kann mit ein bisschen Glück das hier passieren, dass hier der Rubin aus dem Schädelauge fällt. Das war's aber auch schon und ändert an seiner Map auch, das auch nicht. Hallo, hallo, hallo. Oh Gott. Der Nerv-O-Tron. Erneuert Tron. Er ist hier. Nervigste Karte überhaupt. Aber ja, nächste Runde kein Twilight Drake, aber diese Runde erstmal tote. Mhm. Vielleicht kriegen wir den 1-1 auf Gottes Schild zu. Jo, not bad. Boah, dieses Ding einfach. Hallo, hallo. Gibt es was zu tüfteln? Oh. Shit. Doch tatsächlich ein Problem. Ja, immer noch. Coin Twilight Drake. Jo. Das war's. So. Der liegt jetzt erstmal. Mhm. Lass mich raten. Tüftler plus Hammer. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Nicht mal. Ah, nice. Das ist sehr nice. Ist ziemlich gut. Wollen wir das zuerst casten? Ich glaube, ja, das wollen wir zuerst casten. Ja. Ja. Jawohl. Gut. Wo dann mit der Waffe den Ogre kaputt hauen, mit dem Drake den Gnom. Ja, ja, das ist der Plan. Ist der Tüftelstab weg? Nein. Wahrscheinlich nicht. Hoffen wir einfach, dass wir jetzt... Wir haben 3 Mana nächste Runde, Harvest Golem. Das wär's. Wär the dream. Ich mein, gut, Totem wäre auch was, aber... Befolgt die Regeln! Jetzt sollen wir noch die Regeln befolgen, jetzt geht's aber los, ja. Was? Hex. Hex? Ich wäre fast für Flammen zum Tote. Ja. Ja. Das wird zwar instant drauf. Nee, Quatsch, wird's nochmal. Wenn wir die Waffe opfern. Ja, wir greifen erst heute direkt. Genau. Und dann greifen wir. Ja. Wir, ja. Das ist der Plan. Zeig mir auf den Friedensverlauf. Schade, dass Totems Totems und keine Max sind. Aber sie sind ja schon Totems. Ja. Nein. Melde mich zum Dienst. Hm. Nicht schlecht. Endlich sehe ich die Kombo mal. Ob man die jetzt gerade gar nicht mit den Toren ist. Hm, wir können nichts davon wäre diesen Spotter-Guy worth. Wir ja, könnten das einfach Ding tatsächlich silenzen. Ja, ja, aber warum? Das haben wir am meisten Value. Aber warum? Ja, weil ich sicher nicht knistern und ein riesiges Gewehr draufknallen will. Nee, du kannst einfach Tüftler und Schurken und Totem, oder nicht? Ja. Einfach Tüftler und Totem. Ja, der Spellbreaker würde von dem Hit der Waffe und dem Geist sterben. Okay, nutze ich halt. Von welchem Totem reden wir jetzt? Vom normalen Totem. Der Heldfähigkeit. Das ist. Ja, das ist tatsächlich ein ziemlich gutes Totem. Gibt es was zu tüfteln? Das Beste, was wir in der Situation hätten bekommen können. Oh, nein. Oh mein Gott, Repentance zu Hilfe. Nee, das ist nicht Repentance, das ist, Würde. Ja, das ist ja eigentlich, Wobei, das ist nervt jetzt sogar, weil er jetzt unseren, nicht kaputt bekommt. Ja, aber das Totem eben. Melde mich zum Dienst. Also mit Crackle können wir sein Viech eventuell mit hoher Wahrscheinlichkeit kaputt machen. Ja, dann lass das mal machen. Und im Unfall haben wir noch ein riesiges Gewehr. So sieht aus. Komm schon! Ha! Nice, 6 Schaden. Wir haben trotzdem das Gewehr, würde ich sagen, oder? Ist das Overkill? Ja, aber das heißt, dass er nicht beide Karten töten kann. Also würde ich fast machen, ja. Ich wollte natürlich töten, weil der uns einschränkt. So, das reicht jetzt entweder um der Sturmlanzenkommando mit viel Schaden kaputt zu machen oder das Totem kaputt zu machen. Ja, wie gesagt. Gibt es was zu tüfteln? Der kann nicht angreifen. Weil das Blessing of Kings. Nee, da würde er nicht zögern. Doch. Oh wow. Das ist aber. Was für ein blöder Zug. Der kann silenzen oder hexen. Ich glaube, mehr Value kriegen wir aus dem Silence nicht raus. Auf der anderen Seite möchte ich den
Nee, pass mal auf. Ah, nee, wir kriegen das Ding sonst nicht kaputt. Ich hätte Spellbreaker wenn, geholt. Nee, Quatsch. Mit Spellbreaker macht unser Totem kaputt. Ja, ja. Also verhexen. Ja, wir können ihn verhexen und dann den Frosch silenzen, damit er nichts mehr wert ist. Ich meine, wir müssen irgendwas aufs Feld kriegen. Ja, wir können ein Totem aufs Feld kriegen. Ja. Wir können auch zwei Totems aufs Feld kriegen, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Gut, das ist tatsächlich besser, weil wir haben ja das Flammenzucht-Totem, dann können die ja tatsächlich angreifen. Ja. Meine überleben wir jetzt gerade Flammenzucht-Totem plus normales Totem, wie wär's denn damit? Ja, sag ich doch. Das finde ich irgendwie nicht so gut. Mein Totem ist trotzdem. Natürlich ja, gut, erst müssen wir jetzt auch. Nee, den 1-1 sagen. Das ist der andere Punkt. Hätten wir mehr Mana gehabt, hätte ich gesagt, machen wir irgendwelche Shenanigans mit dem. Nicht mit mir. Hätten wir raten, wer. Okay, wie triggern wir das jetzt der Reihe nach? Spellbreaker? Nein. Spellbreaker, wir müssen, glaube ich. Was könnte der haben? Mehr Value kriegen wir aus dem Spellbreaker nicht raus. Spott und Gottesschild weg. Pass mal auf, erstmal gehen wir mit dem 3-1er in den Frosch rein, um ein eventuelles Get Down zu triggern. Oder? Oder halt, halt. Na, zu spät. Auch mit dem 2-3er machen können. Ja, genau. Runter! Ich wollte mir gerade meine Meinung ändern. Bums. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Frosch kaputt und holen dann den Spellbreaker auf den Moorkrabbler und danach eine Sonderlieferung. Mhm. Ja, Spellbreaker auf den. Eure Magie wird euch nicht retten. Hoffen wir mal, dass es den richtigen trifft. Gut. Den hättest du da nicht hinsetzen sollen, Marc. Ja, war nicht ganz zu Ende gedacht. Das war zu Ende gesagt jetzt richtig scheiße, weil jetzt kriegt er nämlich beide Flametongue-Tokens kaputt. Ja, ich hab vergessen, dass die dann ihren Attack verlieren, das war. Ja, war blöde. War sogar ziemlich gut. Ja, wir sind immer noch ein bisschen. Nein, sind wir nicht mehr. Doch. Wo hat er den jetzt her? Melde mich zum Dienst. Ach stimmt, das ist ja überhaupt keine. Das ist ja gar kein Schaman da. Egal. Wir frieren seinen ein. Ja. Machen mit dem 4-3er seinen 2-2er kaputt und Blitz schlagen seinen 3-2er und spielen den Fairy Dragon Fragezeichen. Ja. Natürlich. So. Hand ist beide ist bei beiden leer, Board haben wir das bessere. Jetzt kommt Mind Control Tag. Wäre typisch. Okay. Er zieht eine Karte. Alter. Das ist kein Schutz. Melde mich zum Dienst. Ja, das ist sogar worth. Das ist total worth. Deck mit seinem Elementar, sag ich mal. Genau. Noch ein Totem. So, und jetzt, was hauen wir in was rein? Wir hauen den Bob-Robber in den 0-1er. Ja, nee, hauen wir den 3-2er in den 1-1er oder den 3-3er? Ja, hab ich ja gerade gesagt, wir hauen den 3-2er in den 1-1, aber wir nicht wollen, dass beide auf 2 Leben runter sind. Okay. Bomben los! Player on Consecration und so. Ja. Heiler? Schönes Totem, ja, ein Heal-Totem wäre jetzt für die Runde unwichtig, aber für die danach wäre es wichtig. Und jetzt kommt die getopdeckte Consecration. Jetzt weiß ich nicht, dass der verletzt wird. Ja, ne? Das war's. Melde mich zum Dienst. Das war's ja noch nicht ganz, weil wir jetzt haben noch Flow Herald. Ja, Schiffskanone plus Totem. Ja. Und dann schauen wir mal weiter, was wir angreifen. Ja, ich hoffe, es kommt ein gutes Totem. Heal. Ja, Heal. In dem Fall will ich jetzt nicht mit Feendrachen und Frostelementar reinrennen. Ich will mit Feendrachen sogar in den 4-1er und mit dem 3-3er in den 1-1er. Ja, den 3-2er, der haut den Twilight Drake weg. Der 3-1er. Ja.
Und der 3-3er kommt dann da oben. Ja. Der 5-1er kann nicht. Value. Mhm. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Doll. Wirft dann Messer. Ja, egal, wenn das Messer so ist. Total Karte. Wir ziehen erstmal eine Karte. Yay. Das ist geil. Ja, dann spielen wir so. Zurück mit euch, ihr heutigen Landratten! Na lol, das ist ja sogar ein Pirat, hab ich jetzt vergessen irgendwie. Ja, deswegen ja. Ich grüße total. Euch. Ja gut, die Karte wäre auch so gut, weil... Sind 10 Schaden, das, nee. Wir traden... Den 2-3er in den 3-2er. Ja. Die Kanone hat ihr Bruder verschossen. Und der 3-2 in den 1-1er und der 5-2 geschossen. Und bam. Der Sieg gehört euch. Ja, das tut er. 6-1, Fragezeichen. Müsst ihr jetzt. Mal gucken, was in der nächsten Folge fortsetzen wird. Bis dahin, ciao. 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 That's the best.